Everybody is finding the reason for their life, bringing out the gifts from deep inside. Now I've found my voice. Herzlich willkommen, euch Zuschauenden vom Being You Online Summit. Heute habe ich zwei Gäste, die derzeit in fernen Landen sind. Und ich freue mich total, dass ich jetzt Thomas und Katharina Nesselberger begrüßen darf. Hallo an euch zwei. Hallo, liebe Birgit. Schön, hier zu sein. Hallo, Birgit. Hallo, Zuschauer. Ich freue mich auf die nächste Stunde. Mal schauen, was sie bringt. Und ihr sitzt natürlich nicht, wie wir vorher gescherzt haben, vor einer Fototapete, wobei die jetzt gar nicht so aufregend wäre, sondern ihr seid derzeit wo? Wir sind im Heiligen Tal in Peru, in Pisac. Und ja, das liegt hoch, also in den Anden, in der Hochebene. Und da sind wir jetzt schon länger und fühlen uns sehr wohl hier. Und man sieht auch gut den Unterschied. Ich sitze da im Sommerkleid und ihr in den Winterpullovern. Also es trennen uns nicht nur viele Stunden, sondern auch wirklich einen klimatischen Unterschied. Gell? Ja. Ich habe ja ursprünglich dich, Thomas, eingeladen und du hast dankenswerterweise Katharina mit dazu reklamiert. Und ich freue mich jetzt, dass ihr beide da seid. Ich finde es ganz schön, ihr als Kopf gemeinsam mit Georg von Mindheart. Vielleicht wollt ihr kurz was, weil es vielleicht nicht alle wissen, wer ihr seid, was zu dem zu sagen, welche Rolle habt ihr und wer seid ihr in der Welt? Du weißt ja gar nicht, was das für eine Frage ist und was du jetzt gerade auslöst. Okay, also ich bin der Führer in die neue Zeit. Und das heißt, wir stehen gerade mitten in einem Wandel, der stattfindet, der da ist, Wandel des Bewusstseins, Wandel der ganzen Welt. Also unsere Systeme sind angst- und mangelbasiert, kampfbasiert. Ja, es geht darum, wer ist der Stärkere, der Kräft, der Mächtigere, wer hat mehr Geld. Und das wandelt sich gerade, diese Systeme zerbrechen, Stück für Stück. Noch wehren sie sich, noch sind sie groß. Aber ich sehe keinen anderen Weg, als dass sie zerbrechen. Und es wird was Neues entstehen, oder es entsteht auch schon, ja, gerade im Internet, ja, also wo es darum geht, zu kooperieren, wo es darum geht, sein Wissen zu teilen, weiterzugeben, gemeinsam zu wachsen, Neues zu schaffen auf der Basis von Liebe und Fülle und nicht von Angst. Ein anderes Bewusstsein zu haben, nämlich ein Bewusstsein von Einheit. Wir sind eins, ich bin du. Ja, und nicht zu kommunizieren im, ich bin besser als du oder ich bin kleiner als du. Es gibt ja viele, die Minderwertigkeitsgeschichten laufen haben. Sondern in diesem Bewusstsein zu kommunizieren, zu führen, zu coachen, zu heilen, dass ich du bin. Und zwar wortwörtlich, nicht irgendwie metaphermäßig, sondern wortwörtlich, ich bin du. Und wenn du einen Mangel hast, an Angst hast, eine Enge in dir spürst und ich wahrnehme, dass ich du bin, dann spüre ich diese Enge in mir. Und wenn ich diese Enge in mir annehmen kann, dann kann sie sich wandeln. Dann kann die Bewegung, die stattfinden will, stattfinden und befreit sie was. Und wenn es dann in mir als Heiler oder Führer oder Coach passiert und du die nicht wehrst, dann kann es auch in dir passieren. Dann bist du ja ebenfalls auch ich und vollkommen in Resonanz damit und kannst es empfangen und kannst in dem Moment spüren, was passiert. Also es ist ein neuer Ort zu kommunizieren, nämlich eins zu sein und nicht getrennt zu sein. Das heißt, Thomas, dass alle Themen der Welt über dein System laufen? Genau. Alles, was mir ins Bewusstsein kommt. Aber genauso gilt es natürlich für jeden anderen. Ja, also es ist nicht so, dass es nur bei mir so ist, sondern es ist nur eine Frage des Bewusstseins. Wenn du dich dafür öffnest, dass du eins bist, wenn du das erfährst,
wenn du durch die Dunkelheit gegangen bist, der Trennung, also die muss man sich schon stellen, dann ist das jedem möglich. Ja, und dann können wir buchstäblich mit dem, dass wir Ja sagen zum anderen oder dass der andere ich bin, heilen, führen, inspirieren, kommunizieren. Und das geht nicht nur bei anderen Personen, also Menschen, sondern das geht auch bei Gefühlen. Ja, wenn der Schmerz auftaucht, dann kann ich auch da diese Einheit erkennen, dass ich das bin. Egal, ob das innerhalb oder außerhalb von mir ist. Bei jedem Gefühl, aber auch bei jedem anderen Wesen. Egal, ob das jetzt Erdwesen sind, ob das die Mutter Natur ist, ob das die Engel sind, die mit mir sind, oder die gar nicht mit mir sind und mit denen ich trotzdem Kontakt aufnehmen kann. Oder Außerirdische, also andere Planeten. Alles ist möglich. Ja. Wir können mit allen, mit dem nächsten Stein, mit dem Laptop vor mir kommunizieren, indem wir eins sind. Ja. Indem wir es einfach nur wahrnehmen, dass es so ist. Es braucht keinen Hokuspokus, es braucht nur Fokus und Bewusstsein. Wie ist das für dich, Katharina? Seid ihr da? Ja, also ich muss dazu sagen, wir haben da jetzt sehr intensive Tage hinter uns mit Ayahuasca-Ritualen und heute Abend dann dem San Pedro-Ritual. Und das sind einfach bewusstseinsöffnende Pflanzen, die uns Zugang gewähren zu Ebenen, die uns mit dem normalen Bewusstsein nur schwer oder mit sehr viel Übung zugänglich sind. Und ja, wir sind da sehr tief in Prozesse eingetaucht und ich bin ebenfalls, ja, man kann sagen, ich habe ein neues Leben geschenkt bekommen, einen neuen Körper. Und dahingehend ganz, ganz viele neue Informationen, die sich langsam erden dürfen jetzt, also die Zeit brauchen, um sich ja hier zu verwirklichen. Und diese neuen Informationen betreffen eben diese neue Welt und den neuen Menschen. Und da geht sehr viel um wahrhaftig sein, um ja in Wahrheit leben, sprechen, handeln und aus der Wahrheit die neue Welt zu gebären, also in meinem Fall das weibliche Prinzip zu verwirklichen, also die neue Welt aus mir heraus geschehen zu lassen und ja, und das sehr nah in Verschmelzung mit dem männlichen Prinzip, mit dem Führerprinzip, das jetzt für mich der Thomas verkörpert. Also wir verkörpern tatsächlich, darum sind wir auch als Paar da. Wir haben entschieden, alle Interviews, jetzt, die jetzt noch kommen werden, als Paar auch durchzuführen, weil wir auf einer ganz neuen Ebene erfahren haben, was es heißt, als Paar zu wirken. Also mit der weiblichen Hingabe an das männliche Prinzip, also ganz konkret ich als Katharina in vollkommener Hingabe an den Thomas, als den, der führt und ich als die, die die Energie zur Verfügung stellt. Und es ist so wie ein Tanz, der ja, Tanz des Lebens oder Tanz der Pole oder Tanz des Männlichen, des Weiblichen. Und aus dem heraus geschieht Schöpfung, aus dem heraus gebiert sich etwas Neues. Und ja, ich habe eben ganz individuell erfahren, was das ganz persönlich für mich heißt, hier auf der Erde zu sein, aber eben ganz konkret auch im Zusammenwirken mit dem Thomas. Und das finde ich gerade ja unglaublich schön. Wir hatten davor ein sehr intensives Gespräch, weil da sehr viele Widerstände auch kommen. Bei mir jetzt ganz mich hinzugeben, dem, der führt, da kommt auch sofort gewohnte Gedanken auf, wie, ja, aber dann kann ich ja nichts mehr entscheiden oder dann bin ich komplett ausgeliefert, dann habe ich keine Kontrolle mehr. Was ist, wenn der mich in die Irre führt? Also diese, ich sag mal Gedanken, aber es geht auch viel mehr noch um Gefühle des Ausgeliefertseins, der Ohnmacht, der Hilflosigkeit,
des kompletten Abgebens des eigenen Willens in etwas Größeres hinein. Und es verkörpert für mich hier auf der Erde konkreter Thomas als das Leben an sich, als Gott an sich. Und ja, das ist absolut radikal, weil wir wirklich an dem Punkt waren, wo der Thomas gesagt hat, ja, Gott wirkt allein durch mich. Und das setzt unglaublich viel, viel, viel Vergangenes frei, also viele Traumata. Puh, Gott wirkt allein durch mich. Und ja, meine Aufgabe ist, mich dem hinzugeben, auch ohne Kontrolle, ob das jetzt rein ist, unrein oder wie auch immer. Es ist im Ritual ganz klar für mich erfahrbar gewesen, wenn das Leben sagt, das ist zu tun oder das soll geschehen, dann habe ich keine Wahl mehr, dann habe ich keine Alternative, als mich dem hinzugeben und zu sagen, das Leben will es. Und ja, und so ist es auch jetzt ganz konkret, dass ich im Alltag mehr und mehr meinen Willen loslasse oder gefordert bin, zu erkennen, was sozusagen das falsche Selbst ist oder der falsche Wille, ja, also so dieser Ego-Wille, und was geschehen will oder was das Leben möchte. So wie eben jetzt zum Beispiel hier zu sein und nicht zu sagen, na, ich könnte aber in dieser Zeit auch etwas anderes machen. Der Thomas hat so viele schöne Botschaften, da reicht es, wenn der Thomas spricht, ja. Nein, das Leben will es anders. Und ich möchte es nur ergänzen, weil es vielleicht sonst missverstanden wird. Führen, wahrhaftig führen, so wie wir es verstehen, geht nur in hundertprozentiger Hingabe. Mhm. Und ich bin hundertprozentig abhängig von Katharina, um führen zu können. Also sie stellt die Energie zur Verfügung, sie stellt aber den ganzen Nährboden zur Verfügung und durchaus auch Informationen zur Verfügung. Sie ist da großer Mittler. Und es braucht meine 100%, oder es ist einfach so, es braucht gar nichts. Es ist einfach so, dass ich hundertprozentig abhängig bin von ihr. Das heißt, ohne sie, ohne diese Wahrhaftigkeit auch, dieses Gründen in der Natur, im Sein, durch die Katharina, kann ich nicht führen. Also halt nicht dorthin, wo ich zu führen habe, sondern dann führe ich halt in den Abgrund oder halt wiederhole ich halt diese alten Prinzipien von Mangel und Angst. Also einer der Erkenntnisse, die ganz klar da waren beim Ayahuasca-Ritual, war, wenn ich meine Aufgabe ganz erfüllen will, dann muss ich mich ganz, ganz hingeben, alles geben, alles, wirklich alles. Ich habe kurz, bevor ich das auch getan habe und mein Herz gegeben habe, habe ich durch die Augen des Kondor, durch die Augen des Wolfes, durch die Augen des Krokodils gesehen und gedacht. Also die denken alle ganz anders, ganz unterschiedliche Wesen. Und dann habe ich auch die Schlange gespürt und ich habe davor auch schon durch das Auge des Unbewussten gesehen. Und ich war in dem Moment so mächtig wie noch nie. Und im nächsten Moment habe ich genau gefühlt, ich muss das alles loslassen. Ich muss das alles Pachamama, der Mutter Erde und Mutter Kosmos schenken. Ja, und das habe ich getan und dann ist auch der Schamane gekommen, der hat das intuitiv gespürt und hat mich eingeweiht. Und ich bin auch dann in den Urwald und wurde als Schamane eingeweiht. Aber das Entscheidende war so wirklich ganz, ganz mein Herz und alles, was ich kann und bin und erfahren habe, einfach zu opfern. Und damit es nicht nur irgendwie in einem Traum auf Ayahuasca passiert, in einer Vision, sondern ganz konkret wird, ist diese Opferung oder dieses ganze Hingabe ganz konkret zu tun im Alltag an die Katharina. Aber wenn sie mir nichts geben würde von ihrer Energie, habe ich das zu tun. Ja, und auch wenn sie einmal daneben liegt mit der Einschätzung, ob es wahrhaftig ist oder nicht. Und auch wenn sie mir daneben liegt, habe ich trotzdem das in vollkommener Abhängigkeit zu tun. Also ich kann nicht mir das, die Hintertür offen lassen und sagen, nein, ich tue es nur, wenn sie wirklich wahrhaftig ist. Weil dann habe ich immer eine Ausrede. Ja? Sondern ich muss es wirklich immer tun.
Und auch sie muss ich immer hingeben. Ja. Ohne schon rückzumelden, ja, ob das, was ich tue, wahrhaftig ist oder nicht. Aber wenn ich sage, das ist der Weg, hat sie hinzugehen, ohne Hintertür. Weil sonst ist immer die Hintertür offen. Ich muss es ja kontrollieren, ich muss ja dafür sorgen, dass es der richtige Weg ist, und dann sind wir im Ego, dann sind wir in der Angst, dann sind wir in dem Festhalten und Kontrollieren und ja, schauen, dass sie alles passt. Also ihr sprecht ja beide von der Hingabe zueinander und ans Leben. Doch bei dir ist das zuerst gekommen, so Katharina, dass ich habe das zu tun, was das Leben von mir will. Jetzt ist das ja vielleicht genau die Frage von den Menschen, die da zuschauen. Ja, die sagen, ja, wie weiß sie denn, was das Leben von mir will? Das sind ja oft so unterschiedliche Wahrnehmungen in einem drin. Wie nehmt ihr das wahr? Wie kann das klar werden, was das Leben von jedem Einzelnen von uns will? Das sind manchmal leise Stimmen und manchmal sehr laute. Und sie sprechen auch manchmal durch Menschen. Und ich habe, im Grunde habe ich nie eine Alternative, weil ich es immer weiß. Also die, die jetzt fragen, ja, wie weiß ich, was das Leben von mir will, die sind eigentlich schon ein bisschen im Widerstand, weil sie wissen es im Grunde, was das Leben will. Nur dann kommt sofort das Nein, aber ich kann das nicht tun, weil. Und was hilft, ist sicher, und ich mache das jetzt auch, sich jeden Moment bewusst zu werden oder zu sein, dass ich im Einklang bin mit, ich nenne es Pachamama oder mit der Mutter Kosmos, dass ich mit dem Leben eins bin, dass ich mitschwinge, immer schon. Ich kann mir dessen jede Sekunde bewusst sein. Und das ist so meine tägliche Übung jetzt, dass ich mir dessen auch ständig bewusst bin, dass ich so diesen Herzschlag, also ich habe es als Herzschlag wahrgenommen von Mutter Kosmos. Das ist so wie ein Trommel, ein ganz tiefer Ton und zusätzlich mit sphärischer Musik, dass ich das wahrnehme, dass ich diesen Herzschlag des Lebens wahrnehme und spüre und höre. Und ja, dazu nehme ich mir, wenn ich es brauche, also grundsätzlich kann ich es immer, wenn ich mir dessen bewusst bin, ja. Aber dazu nehme ich mir dann auch ein paar Minuten am Morgen Zeit, dass ich mich einstimme auf das Leben. Ja. Ich wache auf und dann, okay, wie klingt das Leben? Wie, es ist sehr verbunden mit meinem physischen Körper, ja. Wie fühlt sich mein Körper an? Ich spüre meinen Herzschlag, das Vibrieren in meinem Körper, meinen Zellen. Dann, ja, das Blut, wie das Blut zirkuliert in meinem Körper, die Wärme. Und das ist so vielleicht der unmittelbarste Zugang, also auch die Atmung natürlich zum Leben selbst oder zur Mutter Kosmos, zur Mutter Natur. Und im Grunde geht es darum, zur Natur zu werden, immer mehr und mehr sich der Natur hinzugeben, unserer wahren Natur. Und Ayahuasca hat uns jetzt dabei geholfen, das noch mehr zu tun und vor allem zu erfahren und zu spüren. Es gibt viele Wege, aber das ist für mich so ein ganz, ganz tiefer Weg gewesen, das wirklich wahrzunehmen. Und das fällt mir jetzt, merke ich im Nachhinein, sehr leicht, mich ja immer wieder sekündlich bewusst mit dem Kosmos oder mit Mutter Natur zu verbinden. Und wir haben so viele Hilfen. Wir haben eben die Bäume, die Pflanzen, die Berge, die Seen, die Flüsse, die Blumen. Wir haben, ja, so viel umgibt uns, ja, an Natur, mit der wir uns verbinden können und wo wir so diese Essenz auch intuitiv spüren können. Und viele tun das ja, dass sie in den Wald gehen und dann oder barfuß irgendwo laufen auf dem Waldboden und dann in einen ganz anderen Zustand kommen plötzlich. So immer mehr in Einklang mit sich selbst und mit der Natur rundherum, mit den Tieren auch. Tiere helfen uns auch,
die Wahrhaftigkeit zu kommen. Sie öffnen unsere Herzen. Durch das Vogelgezwitscher am Morgen. Wenn wir ganz früh aufwachen und aufstehen und mal die Vogelstimmen bewusst hören. Das bringt uns auch sofort in einen ganz anderen Zustand. Das heißt, alles... Ich möchte ganz kurz ergänzen. Ja. Also es ist ein Erfahren, dass ich die Natur bin. Ja, ich bin die Natur. Und diese Unterstützung haben wir nicht nur durch die Natur und Naturwesen, nicht nur durch die Sichtbaren, sondern auch durch die Unsichtbaren, durch das Wetter, sondern auch durch Himmelswesen, auch durch andere Menschen. Das heißt, wir sind wirklich, wirklich, wirklich durch das ganze Universum unterstützt. Ja, durch die Quelle des Lebens selbst unterstützt. Und unsere Aufgabe ist es eigentlich nur, diese Hilfe anzunehmen. Und das meine ich mit Hingabe. Alles hinzugeben, was ich habe und alles zu nehmen, was ich bekomme. Ja? Mhm. Und dadurch, indem ich alles gebe und alles nehme, bin ich Natur. Ja? Und erkenne das, dass ich Natur bin. Und dann entfaltet sich auch meine Natur immer mehr. Das, wozu ich da bin. Ja? Und der eine erkennt, dass er Pinguin ist und gern malt. Und der andere erkennt, dass er Eisbär ist und gern mit Zahlen jongliert, was auch immer. Ja? Also diese Natur, die sich in jedem Einzelnen entfaltet, ist dann ganz individuell, wie halt jeder Baum anders ist. Ja? Und mir ist so wichtig, einfach diesen Impulsen zu folgen, die wahrhaftig sind. Ja? Damit aufzuhören, mit den Dingen, wo man maß, okay, das ist Ablenkung, das ist Suchtmechanismus, das kommt aus der Angst, ja. Damit aufhören, indem er reingeht, ja, indem er das ganz wahrnimmt, ganz in die Dunkelheit reingeht von diesen Dingen. Und das ist schon der eine Weg, da durchzugehen, da reinzugehen. Und das andere ist einfach diesen Impulsen zu folgen, wo man weiß, okay, das ist jetzt wahrhaftig. Mit dem Menschen zu reden, möchte ich jetzt. Das ist stimmig. Das zu tun, ja, den anzurufen, ist stimmig. Auch wenn ich vielleicht einen Widerstand habe, weil ich könnte Nein sagen, ja, zu irgendwas. Also den Impulsen zu folgen, in die Dunkelheit reinzugehen auf der einen Seite, in die Ängste, in den Schmerz, in die Ohnmacht und auf der anderen Seite dem zu folgen, wo das Licht ist, wo es einem gut geht, wo es stimmig ist, wo man weiß, das gehört jetzt gemacht, das ist einfach dran. Also nichts auszuschließen, nicht zu urteilen und zu sagen, ja, das, was sich schlecht anfühlt, das muss auch könnte auch schlecht für mich sein, zum Beispiel wenn ich vor etwas Angst habe, ne, dann mache ich es lieber nicht, weil die Angst groß ist. Wie, ich war zum Beispiel vor 3 Jahren schon mal in Peru und hatte davor so ein bisschen Angst, ja, weil das war so die erste, nein, es war nicht die erste Reise, aber eine weitere Reise allein, ja, in Peru, wo ich nicht wusste, wie wird es und so weiter. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch nicht wirklich das Geld dafür. Und trotzdem habe ich gewusst, ich muss das machen. Und ich habe dann tatsächlich auf diese innere Stimme oder auf diesen Ruf gehört und habe den Flug gebucht, ohne zu wissen, wie ich mir den Aufenthalt dort leisten soll. Und auch mit dieser Angst im Hintergrund, weil ich damals noch kein Wort Spanisch konnte, auch dann in Peru nicht wirklich. Und eben mit dieser Angst da, ja, wie wird es werden, allein als Frau dort zu sein? Und ja, und das hat uns letztlich dazu geführt, also nicht nur, dass es ein unglaublich schönes Erlebnis war, dort einen Monat zu sein, sondern auch hat uns dazu geführt, dass wir jetzt wieder hier sind, ja. Und genauso war es mit einem längeren Fasten, wovor ich irgendwo Angst gehabt habe, wobei ich schon länger gefastet habe, das ist oft so unbegründet. Und auch vor dem Ayahuasca-Ritual hatte ich Angst. Und dann gibt es noch ein paar Sachen, die ich noch nicht gemacht habe, so wie ein Dunkelkammer-Retreat, vor dem hätte ich auch Angst, ja, so eine längere Zeit in einem dunklen, abgeschlossenen Raum zu sein, vollkommen allein auf mich gestellt mit meinen inneren Prozessen. Und trotzdem zu sagen, da gehe ich rein, ja, ich mache das, weil da ist ein Ruf da, ich spüre da einen Sog dorthin. Und ja, genauso geht es mit dem Schmerz. Also
zu sagen, Schmerz ist schlecht und darf nicht in meinem Leben sein und vorkommen, da schließe ich aus, dass ich etwas erfahre, was mir wie ein Tor ist, ja, zu einer tieferen oder höheren Seinsebene des Glücks und der Erfüllung. Das hatte ich mit meiner Mittelohrentzündung, die wieder aufgetaucht ist und wo ich bewusst durch den Schmerz hindurch gewandert bin und mit dem Schmerz sehr gebebt und geschrien und mich dem quasi hingegeben habe, vollkommen. Diesem Körper, der jetzt diesen Schmerz ausdrücken möchte. Und das geht auf allen Ebenen, sei es körperliche Schmerzen, psychische Schmerzen, wie wenn der Partner geht, ja, der Partner verlässt mich oder die Partnerin verlässt mich, ist auch Schmerz da. Und ja, und das willkommen zu heißen im Leben, zu sagen, ja, das sind für mich ganz große, große Tore der Erkenntnis und des Erfahrens. Das heißt, so wie du es beschreibst, ist einfach dieses mit dem Bleiben, was gerade da ist, dann tut sich das Tor auf. Ja, genau. Beim Körper ist es oft vielleicht sogar leichter, also ich erlebe es bei meinem Körper, dass es leicht ist, wenn ich mich diesem Schmerz oder ich nenne es jetzt mal Schmerz, weil das ist so eine ganz krasse Erfahrung körperlich, wenn ich mich dem hingeben kann. Das hat einen unglaublichen, auch sofortigen physischen Effekt. Des mit dem Lebensseins und auch den Effekt, so dieses tiefe Wissen, das ist richtig so, dass es jetzt gerade so ist. Dass dieser Schmerz da ist und dass diese Energie da ist, weil wir nennen es ja Schmerz, aber es ist im Grunde eine sehr intensive Energie, die den Körper durchwandert. Wir können es oft als Heilungsenergie bezeichnen. Ja, genau. Wie hat sich das, weil das ist ja so, gerade wenn wir so körperlich in einem Schmerz sind, wie du von der Mittelohrentzündung gesprochen hast, wie hat sich das gewandelt dann? Oder was ist da passiert? Ja. Also ich habe mich dem hingegeben, ich habe mich in die Badewanne gelegt, in die warme, ich habe das Gefühl gehabt, ich brauche das und habe wirklich gespürt, was das Ohr macht, ja, dieses Pulsieren und dieses Ziehen und dieses, nur die Energie. Also bin vollkommen von dem Wort Schmerz weg und von allen Gedanken, Erinnerungen und zukünftigen Ängsten, zum Beispiel, wenn das noch schlimmer wird, dann werde ich am anderen Ohr auch noch taub, weil ich hatte schon mal eine Mittelohrentzündung und das Ohr ist taub geworden. Und ja, all diese Ängste, all das mal, sondern mir hat wirklich geholfen, mir hat dieser Schmerz geholfen, diese Gedanken loszulassen, indem ich in meinen Körper gegangen bin, in diese Energie hineingegangen und gespürt habe, was tut das Ohr da, ja, dieses Pochen und dieses so fast neugierig, unschuldig, ja, so. Und dann habe ich sofortig wahrgenommen, dass das keinen Schmerz mehr macht, sondern dass das nur mehr Energie ist, ganz starke Energie, die pulsiert, die dorthin geht und zusammenzieht sich und so weiter. Und was dann auch noch ganz stark da war, war so dieser Ausdruck, die Stimme will was raus, ja, was etwas sich freisetzen, was gespeichert scheinbar wurde, wie auch immer, in Form von Stimme, von Geräuschen, von Schreien, von Wimmern, von unglaublichen Tönen, ja, die ich nicht mehr kontrolliert habe, sondern die einfach aus meinem Körper entwichen sind. Und ich habe das zugelassen, und das hat sich dann so eine ganz tiefe Entspannung eingestellt, weil da kein Wehren mehr war dagegen, sondern ein Mitschwingen mit diesen Energien. Also die Töne haben mir geholfen, noch stärker mitzuschwingen und mich reinzuschwingen in das, was da gerade passiert in dem Ohr. Und
Ja, und das hat sich dann so ausgewirkt, dass eben diese Entspannung da war, der Schmerz fast angenehm wurde. Das ist wirklich unvorstellbar eigentlich. Und ich wirklich das als Heilungsenergie wahrnehmen können, dass da was passiert, was so absolut richtig ist und so gut für das ganze System. Und ja, das Ergebnis war, dass ich danach zwar noch diesen Schmerz, also diese Energie hatte eine Zeit lang, aber das ist sehr, sehr rasch abgeklungen. Schon am nächsten Tag war das kaum mehr wahrnehmbar. Und ja, das ist für mich, ja, war gut, war okay, ja, dass es so schnell gegangen ist, erstaunlich natürlich, aber diese Erfahrung, dass Schmerz und Lust, ja, fast Lust so nah beieinander sind, oder diese Heilungsentspannung, dass das so nah beieinander liegt, das war für mich eine ganz, ganz, ganz wesentliche Erfahrung. Also ganz schön, weil ich die dieses, weil so ein plastisches Beispiel für die Hingabe ist, ja, wie du es beschreibst, ja, dieses ganz, ganz Körpersein und ganz diese Energie sein, die in dem Moment da ist. Und es fast nur so sein kann, dass es dann in eine Entspannung geht. Ja. Also da ist kein Manipulieren und Tricksen möglich, weil dann funktioniert es ja nicht. Ja. Und dann wirklich dieses in dem ganz zu sein. Ja. Das ist einfach ein schönes Beispiel, wie Schmerz, wie du vorher gesagt hast, ein Tor einfach ist zu was Weiterem. Und dass es keine Bewertung braucht, dass es Schmerz, dem müssen wir irgendwie ausweichen, weil dann geht ja auch wieder die Energie rein in den Widerstand, das nicht haben zu wollen. Und das genau verstärkt ja eigentlich den Schmerz. Das kann ich ganz, ganz gut nachvollziehen. Und dass dieser Heilraum für dich in dem Moment war, aber auch ein Heilraum für andere ist. Ja? Also allein nur, wenn du es erzählst, ja, ist es spürbar, was da für eine transformative Energie drin ist, ja, in diesem Durchgehen. Danke für das Beispiel. Ja. Das funktioniert auch nicht. Also wenn ich Schmerz loshaben will, bewusst oder unbewusst, dann funktioniert es nicht. Ja, vielleicht vorübergehend kann ich es unterdrücken, aber es kommt wieder. Gott sei Dank, sonst könnten wir ja das nicht erleben. Irgendwann, wenn wir uns hingeben. Und es ist auch die Atmosphäre, die so jetzt wahrnehmen kann mit euch beiden. Ja. Ich kenne euch ja nur ein Stück weit, ja. So aus der Kongressbegleitung, ja, aber so, dass dieses Anerkennen des Naturseins und Annehmen von all dem, was dieses Natursein mit sich bringt, was Entspanntes einfach macht. Ja? Auch bei mir als Gegenüber jetzt, auch wenn wir jetzt so viele Kilometer dazwischen haben, es ist einfach fühlbar, ja? Dass ich nichts liefern muss und dass ich mich nicht anstrengen muss und dass es dass nichts zu tun in dem Sinn gibt, sondern das ist einfach einmal mit dem da sein, was denn da gerade ist. Ja, und es gibt nur eine zweite Ebene, nämlich des Geführtwerdens. Ja, dieses, einerseits zieht es unseren Körper irgendwo hin, also zum Beispiel den Schmerz zu fühlen, oder zieht uns in eine bestimmte Situation, dorthin zu gehen. Aber es gibt immer diese Führung, ich sage jetzt die himmlische Führung, die immer da ist und die wir oft nicht hören oder nicht hören wollen, aber die uns ganz klar sagt, was wir zu tun haben und was zum Wohle aller ist. Ja, das spürt man ja dann auch, wenn man sich darauf einlässt, dass das größte Glück ist, sich dem hinzugeben, dieser Stimme zu folgen. Ja, und manchmal weiß man dann auch gar nicht, wie man das machen soll und was da folgen wird. Und was jetzt konkret zu tun ist, ja, aber dann halt einfach sie hinzugeben und zu beten zum Beispiel, um diese Führung, damit klar ist, was man konkret machen muss, das lässt einem das wahre Glück erkennen. Ja, in dieser absoluten Unfreiheit der Hingabe und Abhängigkeit ist die größte Macht, die größte Manifestationskraft und das größte Glück. Ja. In dieser Unfreiheit von Natur und Gott, die ich ja auch bin,
ist die größte Freiheit. Das ist so mit dem linearen, rationalen Denken, das bis jetzt unsere Welt beherrscht, das kausal ist natürlich nicht vorstellbar. Aber für jemand, der ganzheitlich denkt, multidimensional immer mehr wahrnimmt, ist es erfahrbar als Wahrheit. Es ist wahr. In der größten Ohnmacht, in der größten Hingabe liegt die größte Macht. Und in der Akzeptanz des Schmerzes liegt die größte Freude und Lust. Und ich kann jetzt in der Übelkeit, ja, die wir ja beim Ayahuasca-Ritual erfahren haben, liegt das ganz mit der Natur verbunden sein, wenn wir diese Übelkeit zulassen, mit der wahren Natur verbunden sein. Mhm. Ja, das ist die Übelkeit, körperlich, ja, das ist wirklich körperlich erfahrbar, dass wir ganz mit der Natur verbunden sind. Und wir kotzen da das Überflüssige aus, das wir eigentlich nicht brauchen im Körper oder in den Körpern, muss man eigentlich sagen. Wir kotzen das raus und wir können uns das dann auch anschauen, was das alles ist. Es ist die falsche Natur. Es sind die, körperlich gesehen, die unnötigen Stoffe, die wir nicht brauchen, die abgespeichert Gifte, sind. Ja. Gifte. Emotional gesehen ebenfalls Gifte, die wir noch nicht, Dinge, die wir noch nicht fertig gelebt haben und gefühlt haben. Also viele, die jetzt nicht so spirituell sind, aber viele machen das Ayahuasca-Ritual auch, um Süchte loszuwerden, um Ängste loszuwerden. Ja? Und die machen auch so ein Ritual und dann haben sie keine Ängste mehr, ja? Vor Höhen oder vor Plätzen. Das ist manchmal noch einmal schon weg, ja? Was sie das ganze Leben lang gequält hat, ja? Weil sie es ausgekotzt haben, körperlich wie psychisch auf allen Ebenen, mental. Mhm. Und das nenne ich die falsche Natur. Ja? Es ist natürlich nicht falsch in dem Sinne, es ist nur deswegen falsch, weil wir aus dem heraus handeln, weil wir aus diesem Widerstand handeln, weil wir aus diesem Dagegensein handeln und weil wir nicht unserer Natur folgen und nicht in diese falsche... Wir glauben, dass wir das sind. Genau. Dass wir diese Angst sind und dass wir uns schützen müssen, weil wir nicht eins sind, ja, weil wir uns vorstellen, wir sind getrennt. Ja? Dabei ist das absurd. Ja, es ist absurd zu glauben, wir sind getrennt. Trotzdem beherrscht es das Denken von den meisten Menschen. Und das meine ich mit neues Bewusstsein, neue Welt. Ja? Zu erfahren, nicht nur zu denken, sondern wirklich zu erfahren, ich bin eins. Ich bin eins mit Gott, ich bin eins mit Mutter Natur, aber ich bin auch eins mit meinem Gegenüber. Ich bin eins mit einem Gefühl. Ja? Und so können wir dieses Potenzial von Kommunikation immer mehr ausschöpfen. Ja? Dann werden wir immer weniger Worte brauchen. Wir werden zuerst körperlich und wahrscheinlich später dann auch noch mehr gedanklich kommunizieren. Körperlich mit einfach Resonanzphänomen und später einfach nur mehr gedanklich, weil es braucht es nicht. Ja, wir sind eins. Es ist so. Ja. Ich kann jederzeit Kontakt aufnehmen mit Wesen, mit Planeten, mit der Seele von Menschen. Mhm. Echt easy eigentlich. Ja. Wenn, und das ist schon wichtig, wenn wir diese falsche Natur ablegen und da durchgehen, da gibt es ja karmische Geschichten, systemische Geschichten, es gibt aus vorangegangenen Leben Traumata, also ja, gesellschaftliche Traumata. Da gibt es sehr viele Schichten und jedem kann ich nur empfehlen, einfach seinen eigenen Weg zu gehen. Ja, für den einen ist es halt, systemische Familienaufstellung zu machen und für den anderen ist es Yoga und für den dritten ist es Ernährung und für den vierten ist es Fasten. Vollkommen egal, ja, wo es dich hinzieht, das mach so tief wie möglich, so achtsam wie möglich und so wahrhaftig wie möglich. Ja. Und bring es so sehr, wie es dir nur möglich ist in dein Leben. Lass das, was falsch ist, was dich nicht richtig anfühlt, was dich nicht glücklich macht im Endeffekt, lass das immer mehr los, schau da immer mehr rein auch, ja, was das denn wirklich ist, was es dich lehren will, was da für Energie drinsteckt. Und das, wo du merkst, das ist meine wahre Natur, da fühle ich mich wohl, da bin ich im Flow. Das macht mehr, natürlich. Ja. Das ist dann zum Benefit von allen, von dir und von deinem Gegenüber. Wenn es dir gut geht, geht es dem Gegenüber gut. Ja. Wer hat schon gerne ein trauriges Gesicht gegenüber? Aber das kann auch heißen, manches loszulassen. Also ich kann mich erinnern, ich habe so stark den Ruf gespürt. Damals habe ich studiert, war Anfang 20, war in einer Beziehung und in einer symbiotischen Beziehung.
also mit wirklich vielen, vielen Abhängigkeiten, könnte man sagen, aber auch einer großen, großen Liebe. Und ich habe gespürt, ich muss nach Südafrika gehen für ein Jahr oder ein halbes Jahr. Und ja, und das hat auch durchaus bedeutet, all das loszulassen, also dieses quasi Nest loszulassen, in dem ich mich befunden habe. Also in dieser scheinsymbiotischen Beziehung zum Beispiel oder in dieser scheinsicheren Umgebung von Wien, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe, Freunde loszulassen und wirklich zu sagen, ich gehe jetzt, ja, ich gehe für eine Zeit lang. Und es war durchaus auch schwer und traurig, auf jeden Fall. Also ich kann mich noch gut erinnern, als ich am Flughafen dann meine Freunde und meinen damaligen Freund verabschiedet habe. Also es waren wirklich Tränen. Es war wirklich traurig. Aber dann dort zu sein und ja, zu fühlen, ich lebe genau, ich bin genau auf Linie, ja, ich lebe genau diesen Ruf. Das war so unglaublich befreiend und das war richtig ekstatisch. Also ich habe mich selbst so noch nicht gekannt. Und trotzdem habe ich, als ich mich dann gefragt habe, ja, wie viel Prozent würde ich sagen, vom Glück habe ich jetzt erreicht, es waren noch trotzdem nicht 100%. Weil ich musste natürlich zurückgehen, ja, um einiges zu klären, bevor ich vielleicht auch davon gerannt bin. Und das waren dann eben zum Beispiel diese symbiotischen Muster, und wo dann ganz klar war, es ist nicht nur die Trennung auf Zeit dran gewesen für mich, sondern es ist auch die Trennung von meinem damaligen Freund dann ja, dran gewesen, diese zu durchleben und vollkommen auf mich zurückgeworfen zu sein. Und interessanterweise in diesem Moment dieses tiefsten Schattens, in den ich dann eintrete, in diese tiefste Angst, allein zu sein und so weiter, da kommen dann diese 100%. Wow. Wie hast du diesen Impuls wahrgenommen, dass du nach Südafrika gehen musst? Es war eine Sehnsucht und ein Wissen, es gibt mehr als das, ich sag mal, diese Komfortzone oder dieses Nest. Und es gibt etwas ganz, ganz Lebendiges, das ich aber derzeit nicht lebe. Also da war natürlich eine Trauer darüber und eine Sehnsucht nach diesem Leben, nach diesem, ja, mich zu leben oder mich zu verwirklichen oder meinen Impulsen zu folgen, die ich ja teilweise unterdrückt habe aus Gründen der Sicherheit, ja, um eben diesen sicheren Rahmen nicht zu verlieren, um meinen damaligen Freund nicht zu verlieren, Freunde nicht zu verlieren. Also ich habe mich ja teilweise absolut angepasst und verstellt und maskiert, um nicht sichtbar zu sein als die ich wirklich bin, um nicht eben allein zu sein und unsicher eben dem Leben sozusagen ausgeliefert, sondern ich habe mich eben vielfach dafür entschieden, in sicheren Bahnen zu laufen und die Kontrolle zu haben über das, was so mein Alltag mit sich bringt. Aber dadurch habe ich verzichtet auf das Leben, auf die Lebendigkeit, auf mich selbst letztlich. Und das habe ich dann als Schmerz empfunden und als Sehnsucht. Und diese Sehnsucht ist immer größer geworden. Und ich habe gesagt, okay, ich habe es nicht in der Hand, ob es Wirklichkeit wird, dass ich nach Südafrika gehen kann, ob es das Leben will, ob ich darf, ja. Aber ich kann Schritt für Schritt gehen. Und dann bin ich wirklich, habe einen kleinen Schritt nach dem anderen gemacht. Und es waren überall Ja's, überall offene Türen. Und ja, ich bin so geführt worden. Und obwohl ich nicht gut Englisch konnte und man sogar irgendein Zertifikat brauchte für die Uni, also ich habe dort dann auch teilweise studiert oder meine Diplomarbeit dort geschrieben. Und über all diese Hürden offiziellerseits bin ich drüber gehoben worden quasi, ja, obwohl ich nicht perfekt alles vorlegen konnte.
Und es hat dann geklappt. Also ich habe dann nur mehr sagen können, okay, Leben, du willst das quasi. Ich bin Schritt für Schritt gegangen. Ich mag es, auch wenn es noch so weh tut, auch wenn ich viel loslassen muss und nicht weiß, was danach dann kommt, ob dann noch alles steht. Oder und ist das eben nicht, ist nicht gestanden. Ich hatte dann Riesenkonflikte mit meiner Familie, auch mit meinen Eltern. Also es ist alles danach zusammengebrochen. Aber du hattest den Mut, also ja. Diese Sehnsucht, oder es ist nicht anders gegangen. Also es wirkt ja mehr, als hättest du keine Wahl gehabt, dass sich das Leben so gemeldet hat in dir, dass du wirklich dem folgen musstest auch. Und sich so bestätigt hat, wie du sagst, so dass bei jeder Tür so ein Ja dann da war, auch wenn es schmerzlich war, aber trotzdem das für mich so, wenn du es beschreibst, so dieser Beginn dieser Hingabe einfach war an das, was dich ruft. Ja, und eben auch dieser Schmerz, diese, man kann fast sagen, Depression, diese Sinnlosigkeit, die dann da war bei mir, wo ich ganz stark gefühlt habe, das ist nicht richtig so, wie ich lebe. Oder das ist falsch, das bin nicht ich, da fehlt so viel, das kann es nicht sein. Ich kann mich nicht so nah an meinen Freund ketten, dass ich so abhängig bin, da läuft was verkehrt, das kann es nicht sein. Das ist nicht das Leben mehr. Also das habe ich ganz tief in mir gespürt und bin dann eben auf die Suche gegangen. Und tatsächlich eine Freundin sagte, eben eine Südafrikanerin, eine Weiße, die eben auch mit mir studiert hat teilweise, und die hat gesagt, ja, du, Südafrika ist so ein schönes Land, magst nicht mal dorthin. Und ich hatte sofort ein Ja, boah, ja, klar, also das klingt so schön und ich möchte noch so viel sehen, ja, von der Welt oder überhaupt vom Leben, so viel erfahren. Und das war dann so der Beginn, wo die Sehnsucht dann kam, oder ganz konkret jetzt in dem Fall Südafrika. Es könnte ja auch was anderes gewesen sein, ja. Mich interessiert noch so ein Punkt. Und zwar, ihr habt ja vorher beide davon gesprochen, von dieser gegenseitigen Abhängigkeit. Ja, jetzt ist das Wort Abhängigkeit ja meistens nicht unbedingt positiv besetzt. Und du hast es jetzt auch noch einmal im verwendet im Sinne der Symbiose mit diesem damaligen Freund. Wo nehmt ihr diese unterschiedliche Qualität wahr? Was ist diese Symbiose, die du damals erlebt hast? Und wo ist diese Abhängigkeit, die ihr heute erlebt? Wie wirkt sich die anders aus? Ich nehme mal an, sie wirkt sich anders aus. Ja, also diese Symbiose, von der die Katharina jetzt gerade gesprochen hat, ist eine neurotische Geschichte. Es ist ein sich einlassen auf den anderen, aber doch nicht ganz. Ja, das ist so ein etwas brauchen vom anderen, aber eigentlich nie kriegen. Ja, also das ist so ein Widerspruch. Eins sein mit dem anderen wollen, also ja, dass man eins ist, und dafür sich halt anpassen. Ja, und sagen, okay, wenn ich eins sein will, wenn ich symbiotisch sein will, dann muss ich das tun, was er will, oder dann muss ich so sein, wie er will oder wie sie will. Ich kenne das ja auch sehr gut. Das ist so im Prinzip eine neurotische Geschichte, weil ich die ganze Zeit was versuche zu erreichen oder zu bekommen, dafür auch viel tue, aber es nie kriege. Nie, never. Und ich würde sagen, es ist die relative Abhängigkeit. Ja, nämlich zu glauben, ich muss irgendwas tun, um etwas zu kriegen. Das, wovon wir sprechen, ist eine absolute Abhängigkeit. Das ist einfach eine Gewissheit, dass ich zu 100%ig abhängig bin. Punkt. Und ich will nichts dafür. Kann auch nichts dafür wollen. Ja, aber es ist einfach so. Ich akzeptiere einfach, dass es so ist. Ja, ich bin abhängig von Mutter Natur. Ja, ohne Luft, ohne Sauerstoff bin ich in kürzester Zeit tot. Das heißt, meine Abhängigkeit ist wirklich absolut. Das ist nicht so einfach dahingesagt, sondern das ist absolut. Und das ist sehr einleuchtend mit Sauerstoff und Essen. Aber es ist tatsächlich auch diese totale Abhängigkeit von dem anderen Menschen, dass der das, was ich zu geben habe, was ich aus meinem Innersten heraus gebe, auch tatsächlich nimmt. Ja, wenn ich jetzt da deine tiefsten Abgründe fühle und du sagst, interessiert mich nicht, dann hast du nichts davon. Ja? Dann heilt sich nichts, dann wird nichts ganzer, weder in dir noch in mir. Und diese absolute Abhängigkeit
beruht aber gleichzeitig, und das ist eben dieses Paradoxe und nicht lineare und nicht kausale Denken, auf diesem Wissen und auf dieser Erfahrung, dass ich eins bin. Ja? Ich bin eins. Ich brauche nichts tun, um eins zu sein. Ich brauche nicht angepasst an meinen Partner sein, um eins zu sein. Das ist absurd. Nicht eins zu sein, also nicht meines zu tun, nicht meine Natur zu sein, ja? Nicht eins zu sein, damit ich eins bin, geht nicht. Ja? Das heißt, ich mache einfach meins, weil ich das bin, weil ich, das bin ich heute. Ja? Und eins mit ihr oder mit dem Widerstand oder mit dem Schmerz oder was auch immer auftaucht, bin ich ja sowieso. Eins mit dem Moment bin ich ja. Ich kann mir ja keinen anderen aussuchen. Der nächste Moment ist vielleicht anders, aber der Moment, wie er jetzt ist, ist so, wie er ist. Ja? Ich bin eins damit. Ich kann ja gar nichts anderes tun. Und ich kann mir vorstellen, dass ich nicht eins da bin, mit ihm bin, und ich kann in die Vergangenheit gehen mit den Gedanken und in die Zukunft gehen mit den Gedanken. Natürlich kann ich das tun. Ich bin aber in Wirklichkeit trotzdem immer eins. Und ich kann nichts tun, um eins zu sein. Das ist ja absurd. Ja, ich kann auch nichts tun, um nicht eins zu sein. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich so bin, dass es so ist. Ja, und das ist der Unterschied. Also diese Bewusstheit, dass ich abhängig bin. Punkt. Ich kann das auch nicht ändern. Ich kann das nicht kleiner, größer machen, geht nicht. Es ist, wie es ist. Ich bin eins. Ich sage, wie es ist. Kann es nicht verändern. Ich bin die Natur an sich. Es ist so. Und jeder, der es nicht weiß und was anderes glaubt, der hat einfach nicht genau genug hingeschaut. Ja, der hat es noch nicht wahrgenommen, dass es so ist. Vom Kopf her ist es ja vielleicht klar, ja, natürlich bin ich die Natur. Die Natur will sich aus mir ausdrücken, die DNA will sich ja entfalten. Ja. Aber diese Erfahrung, ja, beruht tatsächlich auf Achtsamkeit, auf Wahrnehmen, auf Hinschauen, auf Reingehen mit dem Gefühl, also ganz beim Körper sein. Und dann kann ich das Stück für Stück erfahren, dass ich das bin, dass ich eins bin, dass ich die Natur bin. Und auch paradoxerweise, dass ich hundertprozentig abhängig bin vom anderen. Und gleichzeitig tiefer du selber als jemals zuvor. Ich war immer so tief ich selbst, wie ich jetzt bin. Nur habe ich es nicht gewusst. Nur war es mir nicht bewusst, ja, dass es so ist. Aber jetzt ist es mir bewusst. Ja. Ich bin ich. Punkt. Ja. Das, was auftaucht, taucht auf. Vielleicht kann man so sagen, Abhängigkeit aus dem falschen Selbst heraus oder aus dem Ego heraus. Also das hat so diese frühere Beziehung ausgezeichnet. So, ich möchte geliebt werden und ich tue ihm alles dafür, um geliebt zu werden. Das ist vielleicht eine Retraumatisierung aus der Beziehung zu meinen Eltern schon heraus. Ja, ich möchte ja als Kind geliebt werden, bin komplett abhängig als Kind von meinen Eltern. Und in meinem Fall tue ich alles dafür, um geliebt zu werden, um sicher zu sein, um angepasst zu sein, weil es das scheinbar eine große Unsicherheit gegeben hat und ein großes Fragezeichen in der Beziehung zu meinen Eltern jetzt. Das hat sich ja nur wiederholt in der Beziehung zu meinem damaligen Freund. Und jetzt durch die Prozesse mit mir und mit dem Thomas auch, also wir sind da so tief im Austausch auch, ist es eben diese Abhängigkeit, diese bewusste Abhängigkeit, diese freiwillig gewählte, nicht nur gewählt, sondern es ist einfach so, Abhängigkeit aus dem wahren Sein heraus, weil ich abhängig bin, weil ich ein abhängiges, ein hingegebenes Wesen bin. Ja? Also mein Wesen ist Hingabe. Und Hingabe an diesen Mann speziell, Hingabe an diesen Moment speziell jetzt mit dir auch in diesem Interview, das ist mein Wesen. Und es ist egal, was zurückkommt oder ob ich dann geliebt werde oder ob dann die Welt zusammenbricht oder was dann passiert. Ich gebe mich hin mit Haut und Haar. Und es ist egal, ob der Thomas dann sagt, ja, ich hau jetzt drauf auf dich, ja, und verletz dich in deiner Offenheit und Verletzlichkeit vielleicht auch, ja, die Hingabe vielleicht auch bedeutet. Aber letztlich ist es die stärkste Kraft, die stärkste Sicherheit, das wahreste Wesen, das ich würde sagen, ich hier auf Erden erfahren kann, in dieser Hingabe, in dieser bewussten Hingabe.
ganz konkret. Man kann jetzt sagen, ja, ich gehe mich dem Leben hin und die Rituale machen, das ist auch schön, aber wenn es dann wirklich drauf ankommt und der Thomas sagt zu mir, unterwerf mich, hast du heute gesagt zu mir, unterwerf dich mir. Da kommen Muster, da kommen Gedanken, da kommen Bilder, da kommt das ganze Frauen durch Männer unterdrückt sein, Karma hoch, die ganzen gesellschaftlichen Schatten. Und ich sage, ja, du bist Gott. Ich gebe mich dir voll und ganz hin. Das ist schön, ja, weil das ist so genau das Beispiel. Ja. Dieser unterwirf dich mir ist so, es kann so viel auslösen, ja, wenn es vom richtigen Platz auskommt, kann es so eine Heilung auslösen auf so vielen Ebenen. Mann-Frau-Geschichte oder ganz, ganz konkret in unseren Geschichten, aber dann halt auch wirklich so kollektiv und in unserer Welt, ja, wo Männer und Frauen ja ihre Kräfte missbrauchen, ja, und das Sein missbraucht wird in einem Opfertun und das Tun der Männer missbraucht wird in einem Tätertum. Ja, und es ist nicht connected. Es sind alle eigentlich, Frauen wie Männer, nur geliebt werden wollen. Ja, also die Motivation, die dahinter ist, hinter all diesem Missbrauch, den wir sehen, hinter der Wirtschaft, die andere ausbeutet, die Motivation dahinter ist eigentlich immer nur die Sehnsucht nach der Einheit und nach der Liebe. Aber um die zu erfahren, muss ich mich hingeben. Ja, also bereit sein, auch alles zu geben, weil sonst kann ich nicht alles geben. Ja, solange ich beide Hände vorher habe, kann man das Leben nichts mehr geben. Ja, oder ich kann es nicht fühlen. Aber wenn ich loslasse und alles hergebe, dann kann das ganze Leben auf mich wirken. Und das ist wunderschön. Das ist, ja, nicht fassbar. Was kommt doch euch in die Welt? Ich kann es bei mir sagen, es ist eine höhere Form von Bewusstheit, die einhergeht mit dem Wahrnehmen des Einsseins, die aber einhergeht auch mit einer großen Heilkraft und Führerkraft. Und die einhergeht mit einfach unbedingtem, bedingungslosen Dienen. Und es ist tatsächlich so ein Loslassen von einem niederen Bewusstsein, von eben dieser relativen Abhängigkeit von Süchten, von Mangeldenken, von Angst, von dieser ganzen Komfortzone, wie die Katharina von die Scheinsicherheit, Scheinkontrolle, das alles hundertprozentig einfach loszulassen. Oder hundertprozentig zu durchdringen. Ja, also zu sehen, dass alles Liebe ist und alles Freiheit ist. Und alles eins sein ist. Und wenn ich das ganz durchdrungen habe und ganz erfahren habe, dann brauche ich das nicht mehr. Bei mir ist da das wahrhaftige Menschsein kommt durch mich in die Welt, drückt sich durch mich aus. Also Wahrhaftigkeit, Reinheit, Unschuld im Sinn von Reinheit. Und speziell bei mir ist auch noch da weibliche Macht und Schönheit gepaart durch außergewöhnliche Fähigkeiten, die ganz natürlich sind im Grunde. Im Sinn von
Ja. Wenn ich mich ganz hingebe und mit leeren Händen dastehe, dann kommt das Leben zu mir und dann kommen Fähigkeiten, die ich immer schon in mir habe, aber die kommen dann zum Vorschein. So wie, ja, dass ich mich so verbunden fühle mit allem, dass ich mit allem kommunizieren kann, dass ich weiß auf die Entfernung hinweg, wie es jemandem geht oder was jemand denkt. Dass ich Einblicke in zukünftige Ereignisse bekomme, dass ich heilerische Qualitäten entfalten. Dass ja die ganze Welt durch mich hindurchfließt, auch das Leid, die Krankheiten, die ganzen Schmerzen, so wie Jesus gesagt hat, das Kreuz der Welt, ja, ich nehme das Kreuz auf dich und folge mir. Und das bedeutet, all die ganze Welt durch mich hindurchfließen zu lassen und bewusst hinzuschauen. Und ja, in Liebe zu sehen und Dankbarkeit zu sehen, was sich ereignet. Und im Grunde ist es, eine neue Welt zu gebären als Mutter des Lebens, die ja vor allem wir Frauen alle in uns tragen. Ja, und man könnte es vielleicht was zusammenfassen mit ganz Täter sein und ganz Opfer sein. Ja? So wie wir vorher gehabt haben, es gibt so dieses relative Täter sein, wo ich sage, ich möchte was erreichen, ich möchte was bekommen, ja? Ich möchte mehr haben, ich möchte sicher sein. Mhm. Das alles relative Opfer sein, ja? Wenn jemand jammert, dann will er ja im Endeffekt geliebt werden und in Arm genommen werden, dann will er was haben für sein Jammern, ja? Das ist arm sein. Aber wir reden, wenn ich sage, gebe dich mir ganz hin, dann rede ich vom absoluten Tätersein. Ja? Dann stehe ich ganz in dieser Kraft und ich tue das, was zu tun ist. Nicht, weil ich irgendwas damit erreichen will, sondern weil es zu tun ist. Und genauso dieses absolute Opfersein. Ich gebe alles hin, nicht, weil ich dafür irgendwas kriege. Tatsächlich ist es so, dass ich alles dafür kriege, aber ich mache es nicht deswegen, sondern ich mache es, weil es zu tun ist. Ja? Weil dieses Opfern, dieses alles Hergeben einfach das Leben selbst ist. Ja, weil es meine Natur ist. Und ja, wir sind da beide am Forschen. Vor allem im Alltag zu leben auch, das, was wir jetzt sagen, weil es auch für uns in der Tiefe noch neu ist. Es war immer schon da, hat uns immer schon begleitet, es war uns auch teilweise bewusst, aber in dieser Tiefe, in dieser Erfahrung, ist es was Neues und dafür bin ich auch sehr dankbar und sehr dankbar, das auch aussprechen zu dürfen hier. Und ich finde den Bogen so spannend, gell, dass ihr so über diese Online-Kongresse mit dem ersten Kongress das Thema Beziehung sichtbar geworden seid und dann mit dem Thema Lachen und dann noch einmal mit dem Thema Business online in die Welt gehen. Und dass es jetzt so für mich zumindest spürbar aus dem Gespräch heute um diese erwachte Beziehung geht. Und dass ihr einzeln was in die Welt bringt, aber im Miteinander noch einmal was Besonderes sind. Also dass es da was Drittes gibt. Ja, also ich würde sagen, einzeln bringe ich gar nichts in die Welt. Nichts Relevantes. Und tatsächlich ist es, wir haben jetzt viel über unsere Beziehung geredet, aber tatsächlich ist es eher so, dass sie all diese Dinge, Erwachen, Beziehung, spirituelles Business, einfach jetzt vereinen, ganz. Ja. Eben hin zu diesem You are the change, I am the change. Ja. Ich bin das, das sich da verändert. Ich bin dieses Bewusstsein, das da neu auf die Welt kommt, dass das Alte ablösen wird. Das hat sich jetzt einfach vereinigt und das integriert sich weiterhin. Also dieser Prozess, das kommt ja Stück für Stück in der Zeit auf die Welt. Und dieser Prozess, keine Ahnung, wie lange es dauert und was alles passieren wird,
Da folgen wir halt einfach dem Willen Gottes, was auch immer auftritt und wo auch immer die Führung ist, wo auch immer sie uns hinführt, wir werden folgen, hoffentlich, so schnell wie möglich. Insofern ist es ja gerade so unser Kulminationspunkt, könnte man sagen, wo alles halt zusammenkommt, und Beziehung ist eine ganz wichtige Geschichte bei uns beiden. Ja? Also wir sind zu zweit. Ja, wir sind zu zweit. Es mag nicht bei jedem so sein. Ja, bei manchen müssen das Männliche und das Weibliche ganz in sich beides integrieren. Oder gibt es ja verschiedene Formen von Integration. Was, glaube ich, aber ganz wichtig ist, ist für die ganzen spirituellen Leute da draußen, für die Menschen, die es entwickeln wollen, es geht wirklich um den konkreten Anderen. Es geht dieses Ich liebe dich oder Ich bin du. Ja? Um das geht es. Ja? Ganz, ganz, ganz konkret. Weil sonst kommt es halt auf die Erde. Sonst da machen wir uns irgendwelche Blasen und dann haben wir spirituelle schöne Wochenenden und schöne Rituale. Aber im Alltag leben wir dann was anderes. Also im Sinn von Liebe deine Feinde. Ja, und liebe deinen Nächsten. Also das ist wirklich, es ist der Nächste. Und durch die Katharina hindurch, ja, wenn ich da genau mich dieser Kraft hingebe, die durch die Katharina kommt, oder der Katharina selbst hingebe, spüre ich das Weibliche an sich, die Frauen, die hinter ihr stehen, ich spüre die Pachamama, ich spüre also diese Mutter Erde, ich spüre das Sein, ja, also ich spüre das durch ganz konkret. Das ist nicht nur, okay, da ist das Sein und es ist schön im Sein zu sein, sondern da ist Sein und die weibliche Kraft, die Mutter Erde, die ganzen Frauen, die hinter ihr stehen, und da steht vor mir tatsächlich eine Frau, ja, mit ihrer Sexualität, mit ihrem Körper auch, ja, mit allem. Also da wird es wirklich dann handfest. Mhm. Ja. Und wie gehe ich mit diesem Geschenk um? Und wie gehe ich mit dieser Abhängigkeit um? Ja, was kann ich zeugen als Mann, wenn ich keine Frau habe? Und was kann eine Frau gebären, wenn sie keinen Mann hat? Ja. Was soll sie gebären, wenn nichts gezeugt wurde? Nichts. Und was soll ich für Kinder kriegen, wenn ich keinen Nährboden habe, ja, wo das Ganze wachsen und gedeihen kann? Geht nicht. Keine Chance. Also da muss man dazu sagen, wir sind zusammengeführt worden, also auch durch höhere Kräfte, kann man so sagen. Also es kennen ja viele unsere Geschichte, dass das über uns hereingebrochen ist, dass wir den Weg zu zweit, also als Paar auch gehen, auch beruflich natürlich. Und ja, das ist unser Weg. Also das ist ganz konkret unser Weg. Und ich habe mir so oft gewünscht, hätte ich nur allein ein Business. Das wäre so viel einfacher. Aber in unserem Fall immer wieder war klar. Und wir haben wirklich oft gekämpft, wirklich oft. Es gehört zusammen. Wir müssen gemeinsam gehen. Ja. Und alles andere funktioniert nicht. Das ist wirklich in unserem Fall so. Alles andere funktioniert nicht, ja. Bei uns. Also, und das ist auch unterschiedlich, ja. Also wo man halt steht und was halt gerade dran ist. Und ich kann keine Gesetze machen, bitte, aus dem, was wir sagen, sondern einfach aufnehmen und schauen, was in Resonanz geht, was jetzt bei jedem Einzelnen selbst dran ist zu tun. Ja, bei manchen ist es, in den Schmerz zu gehen, bei dem anderen ist es vielleicht ins Tun zu gehen, was auch immer. Ja. Und was auch immer die Methode ist, das ist sowas von individuell. Und da muss jeder tatsächlich seinen eigenen Weg finden und gehen. Und trotzdem ist es gut und wichtig, sich alle Unterstützung zu holen, die man da kriegen kann. Von anderen Menschen, von Coaches, von Menschen, die auch am Weg sind. Deswegen bauen wir ja diese Community auf bei uns. Mind of me, yeah. Ja. Aber auch von den Himmelskräften, von den Erdkräften, ja, von Gott oder wie auch immer man ihn nennt, ja, wie mit deinen Worten aufhängen oder Mutter Erde, Natur, wie auch immer man sie nennt, sich unterstützen zu lassen, den eigenen Weg zu gehen, ja, und bereit zu sein, alles zu nehmen und alles zu geben. Ja. Das ist so, so wichtig, ja, weil erst wenn wir zum Beispiel das Erbe unserer Eltern ganz nehmen, alles, was uns die Eltern geben, mit dem ganzen Scheißdreck, der dabei ist in der Familiengeschichte, erst dann haben wir das in der Hand und können aus dem was Neues, Eigenes kreieren. Weil ich die ganze Zeit beschäftigt bin, das Erbe der Eltern abzuwehren, habe ich meine Energie und meine Aufmerksamkeit in diesem, nein, das will ich nicht, das kalt der lieber Mama.
diesen Missbrauch da in der weiblichen Geschichte, den will ich gar nicht sehen, gehört er das. Ja, aber wenn ich das alles nehme, dann habe ich ein Material, ja, wo ich zu dem Ja sage, aus dem ich was Neues erschaffen kann. Kann dann sehen, was es wirklich ist, was das für Riesengeschenke sind. Und dann kann ich wirklich was Neues erschaffen. Wenn ich aufhöre zu kämpfen gegen das, was das Leben mir schenkt, wie auch immer es ausschaut. Danke euch beiden. Danke dir. Ja, weil es einfach ganz, ja, also mein Ansatz für diesen Summit ist ja die Co-Kreation. Und wenn ich mich auf das einlasse, so wie du, Thomas, den Impuls gehabt hast, ich möchte das Interview mit der Katharina machen, dann entfalten sich die Geschenke und das ist einfach so sichtbar. Ja. Und dass das so eine große Frage für viele ist, wie tut man denn als Paar und wie ist denn das? Da ist doch so viel Austauschbarkeit und da gibt es ja so viele Möglichkeiten und wie geht denn das? Und das so ein Stück durch euch zu erleben, ja, wie denn das gehen kann und dass es reicht, mit diesem einen oder mit dieser einen diese eine Übung zu machen und dass wir nicht 10 verschiedene brauchen. Ja? In eurem Fall ist es so. Ja? Und danke für diesen Einblick und auch für dieses da wirklich sichtbar machen von der Einheit und sichtbar machen, aber auch, da bin ich sehr froh, auch um dich, Katharina, von diesem ganz Konkreten. Weil das ist das, was wir, die beiden Pole braucht man einfach. Ja, wie tun wir denn da jetzt im Alltag? Und dass es nicht nur quasi was Theoretisches ist, was zwar bei euch mit Erfahrung gefüllt ist, aber für viele Menschen sich möglicherweise auch theoretisch anhört. Also vielen Dank für euren Weg und für euer Sein und für das, was ihr in die Welt bringt, gemeinsam. Danke dir für den Summit. Ja, also es ist ja, erfüllt uns ja mit viel Freude, nicht nur sprechen zu dürfen, sondern als Kongress Academy Besitzer und Coaches auch mit viel Freude, dass da was in die Welt kommt, wieder was tausende Menschen berührt. Ja, und das ist einfach so schön, dass da wirklich auch dadurch die Welt eben verändert wird. Danke dir. Danke. 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 Danke allen fürs Zuhören. Now that I found my voice, I know that there's no choice. It simply wants to share with you.